Junge, wie zieht er den Gurt fest? Oh mein Gott! Alter, wie macht der den Gurt fest? Ey, das gibt's ja nicht. Andersrum. Andersrum. Nein, nein, die Schelle musst du drehen. Das, nein, das ändert nicht. Ja, genau. So, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zum neuen Video bei uns auf dem Kanal, und zwar zu dem Teil 2 des Mitarbeiter-Team-Rennens. Während wir hier schon Marcel und Haris noch am Fighten sehen. Im letzten Part haben wir ja genau damit aufgehört. Ihr habt gesehen, ging für Marcel glimpflicher aus wie für Haris. Er ist da deutlich besser durchgekommen. Allerdings ist Haris natürlich eng hinten dran und ist auch schon ein paar Runden voraus. Er ist jetzt in Runde 38 auf dem vierten Platz und Marcel hängt da natürlich etwas hinterher. Aber, wie gesagt, Marcel versucht jetzt das Ganze rauszufahren, weil Haris muss jetzt zeitnah nochmal wechseln und Marcel kann dann aber durchfahren oder beziehungsweise noch ein bisschen länger fahren und hoffen, dass er da ein bisschen aufholt, wenn da im Hintergrund im Endeffekt quasi gerade die schlechteren oder langsameren Fahrer fahren. Ist natürlich trotzdem schwierig. Also du musst hier mehrere Runden aufholen, ist trotzdem extrem schwierig, weil so groß der Unterschied da doch nicht ist, dass du da innerhalb von ein, zwei Runden mal kurz die komplette Runde aufholen könntest. Genau, deswegen muss jetzt Marcel versuchen, hier wegzufahren. Schafft's aber auch nicht, weil klar, Haris fährt auch eine sehr gute Rundenzeit, lässt ihn jetzt auch nicht vorbei, obwohl er eigentlich ja schon zwei Runden überrundet ist. Aber ja, manchmal hat man das nicht so im Kopf, beziehungsweise Marcel will halt einfach vorne wegfahren, wo es cleverer wäre, wenn er ihn einfach kurz vorbeigelassen hätte, dann hätte er sauber durchfahren können und Haris auch. Alter, der Junge ist voll überrundet, Mann, der macht keinen Platz, gell? Und beim letzten Rennen, ich lasse ihn einfach überholen, Digga. Ja, ihr habt es von Haris schon gehört. Er regt sich da jetzt ein bisschen drüber auf, dass Marcel ihn nicht vorbeilässt, obwohl er erst im letzten Rennen, wir hatten ja schon mal so ein Teamrennen, könnt ihr gerne auch auf unserem Kalan angucken. Da hat er ihn vorbeigelassen und jetzt so Marcel macht hier ein bisschen Kampflinie und will ihn nicht durchlassen. Aber wie gesagt, das ist im Eifer des Gefechts, das sieht auch keiner genau, wo er gerade steht. Wobei Marcel, glaube ich, schon davon ausgeht, dass er jetzt nicht weit vorne ist durch den Wechsel, den sie ja im letzten Video hatten, wo es ein bisschen schief lief. Aber ja, so genau weiß es trotzdem nicht. Jetzt lässt er ihn aber durch und dann ist es gut. Da sieht man jetzt aber gleich, warum er ihn durchlässt. Wie man gesehen hat, hat er ihn nicht absichtlich durchgelassen, sondern hat gedacht, er muss raus zum Boxenstopp, also zum Fahrerwechsel. Deswegen hat er ihn vorbeigelassen, was aber nicht schlimm ist. Jetzt im nächsten Crash, was wir gerade gesehen haben, hat er es wieder vorbeigeschafft und hat sich auch jetzt ein bisschen Abstand reinfahren können, Marcel. Das heißt, er kann jetzt auch wieder relativ frei fahren. Für Haris natürlich doof, er hing jetzt hier kurz hinten dran, verliert natürlich extrem viel Zeit. Ihr habt jetzt aber mal ganz kurz Zeit, und zwar geht doch einfach mal bei uns unter das Video, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und kommentiert mal, was ihr noch gerne von uns sehen wollt oder wie ihr das Video so fandet. Das würde uns übel freuen, pusht das ganze Video, pusht unseren Kanal ein bisschen. Und wir gehen natürlich da auch drauf ein, wenn wir da sehen, es gibt Sachen, wo ihr gerne sehen wollt. Wir können ganz viel machen, wir haben die Strecke so, dass wir da auch oftmals irgendwelche speziellen Sachen drehen können. Also schreibt gerne mal rein, was ihr sehen wollt, und wir schauen, ob wir es umsetzen können. Und wir schauen jetzt mal weiter, wie das Rennen vorangeht. Zu dem Zeitpunkt, muss man dazu sagen, war ich mit meinem Teamkollegen Ibrahim sehr gut dabei. Also wir waren zu der Zeit schon auf Position 1. Wir erinnern uns, wir sind auf Position 7 gestartet und sind jetzt auf Position 1. Das liegt einfach daran, dass ganz viele bei dem Wechsel, den der Marcel gemacht hat, ebenfalls viel Zeit verloren haben, weil ein paar schon mit reingefahren sind, dahinter standen.
nicht raus konnten, dann wurden sie nochmal rausgeschickt, bis sie dann wieder im Wechsel reingegangen sind. Das heißt, sie haben extrem viele Zeit verloren und allgemein die Wechsel liefen bei denen einfach nicht ganz so schnell wie jetzt bei uns. Ja, hier sieht man, jetzt ist der Harris und Marcel am Moritz vorbeigezogen. Moritz ist eigentlich einer unserer besten Fahrer, der aber auch am häufigsten so auf der Strecke ist. Bei ihm auch ein bisschen unglücklich gelaufen, weil seine Teamkollegin hat es einmal gedreht und dadurch, dass wir keine wirklichen Streckenposten hatten beim Mitarbeiterrennen, weil logischerweise alle Rennleiter, alle Mitarbeiter gefahren sind, ist es ein bisschen später aufgefallen und dadurch stand sie relativ lang in der Bande, weshalb Moritz ja, ziemlich viele Plätze verloren hat und relativ weit hinten ist, aber trotz dessen ist er ein Topfahrer. Und das wird man mal sehen, also der holt auch nochmal gut Zeiten raus. Die sind zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch Vorletzter, also ein Platz vor Marcel. Und haben nur eine Runde Vorsprung zu Marcel. Aber wie gesagt, Moritz, Superfahrer, der holt da schon nochmal ein bisschen was raus. Aber wir schauen einfach mal, wie das Rennen weitergeht. Jetzt hängt Harris natürlich wieder an Marcel hinten dran. Aber wir schauen mal, weil Marcel geht zum Boxenwechsel. Da hat sich Marcel ein bisschen aufgeregt, weil er ein bisschen, ja, die Karte ist nicht losgefahren, weil es einfach bei, nach dem harten Bremsen brauchen die immer ein bisschen, bis sie die Drehzahl wieder haben. Und er hätte gern ein bisschen schneller reingefahren. Wobei es ihm auch nichts gebracht hat, weil sie jetzt, wie man sieht, stehen sie hier hinter der Karte Nummer 6 und können auch nicht wechseln. Sein Teamkollege erklärt ihm jetzt auch gerade nochmal, dass wir nur zwei Wechsel machen, wie ich ja im letzten Video auch schon erwähnt habe. Also zwei Wechsel mit Spanngurt und einen Wechsel ohne Spanngurt. Und sie reden nochmal ein bisschen darüber, was beim Wechsel davor schief gelaufen ist. Und wir sehen hier jetzt auch nochmal Harris, ist jetzt hier an der Karte Nummer 18 dran. Die sind zu diesem Zeitpunkt Dritter, aber eine Runde vor, nee, sogar zwei Runden vor Harris. Das heißt, er müsste die jetzt überrunden, um hier wieder was gut zu machen. Ist aber direkter Konkurrenzkampf im Endeffekt, wo er jetzt Zeit reinfahren kann, weil jetzt zu der Zeit auch der etwas langsamere Fahrer von dem Team drauf sitzt. Von dem her hat er jetzt hier gute Chancen, natürlich hier ein bisschen was gut zu machen. Und man sieht ja auch schon, wir sind jetzt schon in Runde 47 von 63. Das heißt, das Rennen geht auch nicht mehr extrem lang. Also gerade bei so einer kurzen Strecke sind die paar Runden, die jetzt da noch übrig sind, jetzt nicht mehr viel Zeit, wo man extrem viel rausfahren kann. Und das versucht man natürlich dann jetzt so schnell wie möglich. Man muss jetzt gucken, dass er da durchkommt und direkt Zeit oder Runden gut machen kann, damit sie dann noch eine Chance haben auf den dritten Platz. Schafft er jetzt auch, ja, wobei er jetzt ein bisschen unfair war, deswegen hat er ihn auch direkt wieder durchgelassen. Bleibt aber eng am Heck dran. Gott sei Dank. Wie man gehört hat, war er jetzt froh, dass er den Kartwechsel gemacht hat und wir sehen auch, wir sind jetzt gesprungen. Runde 52. Harris hat es schon angezeigt. Genau, er hat jetzt das Zeichen bekommen von seinem Kollegen, dass er nochmal zum Wechsel kommen soll. Und zwar zum letzten Wechsel von denen. Die hatten davor ja schon zwei Wechsel, das ist der letzte Wechsel. Das heißt, sein Teamkollege fährt das Ganze dann zu Ende. Und er muss jetzt versuchen, hier noch ein bisschen was rauszuholen. Wobei, in der Runde macht jetzt nicht mehr viel. Es sind auch nur noch 10 Runden. Das heißt, sein Teamkollege, der Jakob, darf dann die letzten 10 Runden im Endeffekt fahren. Und ja, da geht es jetzt halt auch darum, so schnell wie möglich zu wechseln. Das Problem ist, wir werden es jetzt gleich sehen. Ich hatte ja vorher schon mal gesagt, dass wir nur noch zweimal Wechsel mit Spanngurt machen. Nicht mehr dreimal. Und wir sehen mal, was wir machen. Er packt den Spanngurt an. tatsächlich machen die noch einen Spanngurtwechsel. Das heißt, sie waren einer der Teams, die dreimal den Wechsel mit Spanngurt gemacht haben. Ein paar haben das wohl nicht mitbekommen. Oder in dem Fall von Harris nicht geglaubt, weil ihm habe ich es ja vorher sogar noch gesagt. Ja, ist doof, passiert aber manchmal. Ja, kann man nichts dran ändern, wenn man das nicht glaubt, dann ist es im Endeffekt Eigenverschulden. Wir sind nochmal bei Marcel, der jetzt in Runde 50 ist. Wir erinnern uns, Harris war gerade eben in Runde 53 und Marcel war zu dem Zeitpunkt quasi, ist der gerade raus aus der Box rausgefahren. Das heißt, der ist noch deutlich hinterher. Er ist jetzt Runde 52 und muss hier deutlich aufholen, ist immer noch P9, das heißt letzter Platz. Ich
Hier regt sich Marcel ein bisschen drauf, dass die gute vor ihm, die Ronja, ihm deutlich wegzieht. Liegt aber natürlich nicht daran, dass die Karten schlechter sind, sondern sie ist deutlich leichter. Hey Tim, stimmt es, dass wir nur zweimal hätten den Gurt anspannen müssen? Bro, ich dachte, du verarschst mich. Ich dachte so, nein, Mann, ich vertraue dem nicht. Der will safe vor mir sein. Scheiße. Sag ich dir sogar. Ihr habt es gehört, wir sind noch auf 1, Tim und Ibrahim, also ich und mein Teamkollege Ibrahim sind noch auf P1 und es sind nicht mehr viele Runden zu fahren und wir hatten zu dem Zeitpunkt knappe, ich glaube so 7, 8 Sekunden Abstand zum Platz 2, das heißt wirklich gute Chance, das Ding vorhin bis zum Ende durchzufahren, weil Ibrahim ist auch kein schlechter Fahrer, also wir waren, hatte ich ja im ersten Video auch schon erklärt, relativ ähnlich von der Rundenzeit, daher sind wir zusammengewürfelt worden, weil es gab ja immer der Beste mit dem Schlechtesten von der Rundenzeit her und dann hat sich das immer so zusammengestaffelt und im Endeffekt dann die Mitte, sind quasi die zwei Mittleren, die zusammenfahren, damit immer einer einen schnellen hat und einer einen etwas langsamer. Aber wie man sieht, es hat nichts geholfen, dass die anderen deutlich schneller waren und deutlich schnellere Rundenzeiten gefahren sind. Wir hatten einfach etwas Glück beim Wechsel und wir hatten auch etwas Glück, was das Durchkommen angeht, wie wir durch die ganzen Karts durchgefahren sind. Und das macht natürlich nachher dann einen riesen Unterschied. Wir sehen am Schluss auch nochmal eine Übersicht, also ich blende euch da nochmal ein Rennergebnis ein, wie das Ganze ausgegangen ist und da schauen wir uns dann auch nochmal die Zeiten im Detail an. Mats hat es gerade schon gesehen, ganz kurz, es war ganz kurz einmal dunkel. Das war ein bisschen ein Fehler, weil irgendjemand dachte, das Rennen wäre schon zu Ende. Wir sehen es gleich nochmal, also wir machen das bei so Teamrennen, genau hier sieht man es, machen wir das immer so, dass die ganze Halle dunkel gemacht wird. Und dann, wie man es hier sieht, die Zieleinfahrt kommt. Das war jetzt mein Teamkollege, der Ibrahim, der da gerade über die Ziellinie gefahren ist. Während Marcel hier noch versucht, verbittert an der Nummer 4 vorbeizukämpfen. Aber er schafft es leider nicht mehr. Ihr habt schon gehört von Marcel, da kann ich nicht mehr viel hinzufügen. Es war tatsächlich ein sehr geiles Rennen, hat ultra viel Spaß gemacht. Was natürlich ein bisschen schwierig war, war das Ganze mit diesem Spanngurtwechsel, wo man den Fahrerwechsel gemacht hat. Für die Zukunft muss man sich das noch mal ein bisschen genauer durch den Kopf gehen lassen, wenn man sowas noch mal macht mit dem Spanngurt, weil das einfach extrem viel Zeit gekostet hat, in der Zeit auch viele andere nicht wechseln konnten, dann Druck hatten, dass sie wechseln mussten, weil einfach die Runden zu Ende gingen und der Teamkollege auch noch fahren muss. Von dem her, da muss man sich noch was überlegen, entweder nimmt man einen kürzeren Spanngurt oder was auch immer. Vielleicht habt ihr ja auch Tipps, dann schreibt ihr uns gerne mal unten in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich sagen, war ein mega geiles Rennen. Wir sehen hier auch nochmal die Ergebnisse. Ibrahim und ich sind auf der 1 gelandet, tatsächlich mit einer Bestzeit von 34,647. Wenn ihr das mal so durchschaut, wir hatten die schlechteste Rundenzeit, also von der Bestzeit. Man muss dazu sagen, die Bestzeit sind natürlich immer die starken Fahrer von dem Team gefahren und dann gab es ja immer noch den zweiten Teamkollegen, der etwas langsamer gefahren ist. Das war unser Vorteil dadurch, dass wir im Schnitt beide immer diese 34,5, 34,6, also da in der Gegend gefahren sind, war es natürlich für uns gut, weil die anderen hatten natürlich da vielleicht auch mal einen Fahrer, der eine 35er Zeit gefahren ist oder sonst was. Harris hat das Ganze mit Jakob auf Platz 4 beendet. Mit einer super 33,36 Bestzeit und Marcel Volodymyr sind auf der 8 gelandet und haben auch eine 33,558. Also es war wirklich sehr eng. Natürlich geschuldet dem Ganzen, dass sie da ein bisschen verkackt haben.
Ich wünsche euch hiermit einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer das Video schaut. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne wissen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Seid gespannt, da gibt es ein kleines EM-Special. Und bis dahin, macht's gut, haut rein.